road again. Just can't wait to get on the road again. Hallo liebe Leute, wir sind heute in Perrot-Guirec oder wie immer man das auch ausspricht, in der Bretagne, und wir sind unterwegs mitten in die rosa Granitfelsen. Also das ist angelegt, man hat das Gefühl, man geht durch einen botanischen Garten, ist es aber nicht, es ist freier zugängliches Gelände, das man durchwandern kann, und man geht da zwischen die rosa Granitblöcke spazieren und ist einfach faszinierend, welche Formen und Figuren sie da anbieten. Bleibt dabei, schaut euch das an, ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Und man kann sagen, es ist ein wahres Feuerwerk, was da auf die Fantasie abgeschossen wird. Da sehen wir gleich einmal einen Eisbär oder eine Robbe. Und rechts davor, da könnte ein Elefant liegen. Links das Hinterteil, rechts der Kopf mit Auge und Ohr. Die Farbe vom Heidekraut gibt dem Ganzen natürlich auch noch einen Kick. Durch die besonderen Formen ergeben sich dann auch noch die Fotospielereien. Das ganze Gelände da an der Küste hat 25 Hektar, also das heißt 250.000 Quadratmeter. Und die Ebbe und Flut ist an dem Bereich schon ziemlich stark. Ungefähr 12 Meter ist da der Tidenhub. Und wenn man da so von Formation zu Formation wandert, ist oft im ersten Moment noch gar nichts erkennbar. Kaum ändert sich der Blickwinkel wieder ein bisschen, kommen da auf einmal besondere Gestalten zum Vorschein. Da könnte zum Beispiel so ein langhälsiger 100-Tonnen-Dinosaurier durchschauen. Und im nächsten Moment verwandelt sich das schon wieder in eine oder mehrere Schildkröten. Es kommt halt dann darauf an, wie lange man hinschaut. Flachere Stellen, teilweise sogar mit Sandbuchten, und steilere Abschnitte wechseln sie so an diesem Küstenstreifen ab. Und es ist irgendwie zwangsläufig, dass man auch die Wasserlinie erreichen möchte. Es ist gerade Ebbe, und wenn man sich das Ganze anschaut, ist es fast ein bisschen unglaublich, dass da solche Höhenunterschiede zwischen Ebbe und Flut stattfinden. Aber man kennt es ja an die Felsen genau. 300 Millionen Jahre sind die teilweise 20 Meter hohen Blöcke schon alt, entstanden durch Kontinentalkollisionen und natürlich auch durch Mithilfe der Ebbe und Flut. Wie gesagt, bis zu 12 Meter Unterschied ist enorm. Und so erreichen wir eben auch den Meeresspiegel und sehen bei der Gelegenheit die vielen kleinen Muscheln, die da so pyramidenförmig ausschauen. Sie sitzen da in den Spalten und Ritzen und müssen einfach warten, bis die nächste Flut kommt. Auch wenn man dann wieder ein paar Meter weiter oben schaut, kann man an den Felsen sehr genau die Einflüsse vom Meer und Wetter erkennen. Wenn man die Algen und Flechten so sieht, kann man sich gut vorstellen, dass da in die Herbst- und Wintermonate ordentlich was los ist, wenn der Atlantik und die Atlantikstürme so richtig loslegen. Schon kaum vorstellbar, aber es ist immer noch möglich, dass man bei diesen Riesensteinen noch einen Star in den Schurch einbringt. Unsere Wanderung führt uns weiter und wir kommen jetzt, das ist meine eigene Fantasiekreation, in die Walfischbai. Der erste Wal steigt aus dem Wasser, dann Wal, das Maul und das Blasloch ganz hinten. Und natürlich da gleich rechts im Vordergrund und nur mal einer mit einem Jungen. Und als Abschluss dann noch der Delfin. Also Futter für die Fantasie gibt es da reichlich. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man dann auf die malende Zunft trifft. Genauer gesagt sind es eher als Frauen, die sich da künstlerisch an diesen Felsformationen versuchen. Der Delfin schaut übrigens auch von der anderen Seite aus wie ein Fisch. Und wie so ein Blick über die Schulter zeigt, könnte das ein ganz gutes Bild werden. Mit eines der bekanntesten Motive ist der Fade Blumenack, das ist der 15 Meter hohe
Leuchtturm. Natürlich genauso aus dem rosa Granit erbaut. Genauso wie die Befestigungsmauern und der Weg, der dadurch die Felsen notwendig war, um den Leuchtturm überhaupt zu erreichen. Vom Leuchtturm gibt es einmal einen Blick zurück auf die Küste und einen Rundumblick. Und wenn man dann weiter draußen schon wieder das nächste Objekt entdeckt, in dem Fall eine Muschel, dann ist man schon wieder versucht, den nächsten Weg durch die Felsen zu finden und die nächste Erkundungstour zu starten. Es ist einfach zu verlockend, sich durch dieses Steinlabyrinth durchzusuchen. So, wir sind jetzt da in die Felsen vor dem Leuchtturm angekommen. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig, aber das ist derart gewaltig, man muss das immer wieder filmen, immer wieder fotografieren. Und ich würde sagen, wer da die großen Granitfelsen nicht gesehen hat, der war nicht in der Bretagne. Und ich glaube auch, dass wir eine gewisse Expertise in Österreich haben, was Naturschönheiten und Naturgewalten anbelangt. Und das ist eines von den schönsten Phänomenen, die man sich so weltweit anschauen kann. Ich sage danke fürs Schauen, macht es gut, bleibt gesund, für dich. Bis zum nächsten Mal.